Hallo und herzlich willkommen mit Reisenschutz und Universum. Also ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Bananasaurus mit der doch etwas nervigen und lauten Intro-Musik, die wir einfach skippen, indem ich mal lade. Tja, kleine Info am Rande. Ich hatte mal das Level auf der rechten Seite mal offscreen probiert und obwohl ich da ruhig für mich gespielt habe, habe ich es nicht geschafft. Ja. Irgendwann mal verlässt mich meine Concentration und dann war's das irgendwie. Deswegen probieren wir dieses Level mal aus. Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht angetestet. Und ja, ich spring einfach mal rein. Falsche Taste. Ich muss zugeben, die Hitze nährt an mir. Die Hitze zerrt an mir. Und ich merke schon, ich muss mich echt wieder an diese wunderbare Keen 1 bis 3 Steuerung gewöhnen, die ultra nervig ist. Sie lässt sich tatsächlich hier ganz gut kontrollieren, weil das da, ja, also Steuerung Alt gleichzeitig drücken, hier nicht schießen ist. Ansonsten wäre das absoluter Käse, was hier abgeht. Also der Anfang vom Mod war echt einfach. Und was bist denn du? Du kommst offensichtlich hier nicht lang, aber die anderen schon. Das ist nicht gut. Ungeil. So, wir gehen mal hier lang und lassen den Dude Dude sein, was auch immer das so darstellen möchte. Oh, hallo. Ich glaube, ich ignoriere dich einfach. Ist da noch was? Nein, alles tutti frutti. Wunderbar, wunderbar. So, holen wir uns mal Punkte. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Punkte die hier vereinzelt geben. Dann kriegen wir eigentlich mal ein Leben. Okay, nach all den Leveln habe ich erst so wenig Punkte. Huch, wo kommst denn du her? Ich habe mich ja ein bisschen erschreckt. Okay, ich glaube, der ist gerade in die Nicht-Existenz gefallen. Okay. So, was haben wir hier? Bananen! Bananen für den Bananasaurus. Genau. So, was haben wir hier? Oh, noch so einen lustigen Knaben. Ich lock dich mal hier hin. Hadouken! So. Gut, ich würde mal sagen. Was zur Hölle? Oh nein, es ist die Eiskanone. Komm ich da rüber? Ich sehe das Ende nicht. Force Wissenschaft? Ich habe nicht viel Leben. Ich glaube, ich sollte den Scheiß lassen. Aber ich glaube, es ist machbar. So. Ich brauche jetzt allerdings dann doch mal vielleicht das Leben, ne? Ich brauche das Leben, ne? Das klingt schon ein bisschen komisch, Mann, von Chikadi-Netzwerk. So. Wie soll ich mal den Pogo deactivaten? Das ist echt nicht gut zu sehen. Wann der, in Anführungszeichen, Pogo active ist, kommt er mal wieder zurück. Nicht jetzt, nicht jetzt. Jetzt ja, okay. Badass! Okay. Gut, wir probieren das einfach erneut. Komm ich eigentlich da hoch? Nee, irgendwie nicht. Muss ich wahrscheinlich von woanders kommen. Wir probieren dann mal irgendwie das Leben zu kriegen, ja? Das wird aber gar keine so einfache Aufgabe. Na komm, wir sparen die Schuss. Ich meine, wir haben nur 63 Seeds. Ich meine, das ist echt gar nichts. Also, das ist ja echt armselig. So, dich ignoriere ich auch mal. Oh, nett. Mann von Chikadi-Netzwerk, das war echt nett. So, wie viel fehlt mir noch fürs Leben? So viel? Ich habe gedacht, ich wäre näher dran. Aber ich krieg offenbar nicht allzu viele Punkte. Wo ist der Knabe? Wo? Ah.
Er ist ebenfalls in die Nicht-Existenz gefallen. So, diesmal versuche ich das besser zu timen. Aber keine Ahnung, ob dieses Ding hier dann tödlich ist. Okay, ich hab's rüber geschafft. Und da ist noch so ein Barbaren-Dave. Keine Ahnung. Wow, wow, wow. Hadouken. Oh, schnell Ziel. Oh mein Gott. Okay, trotz Fail habe ich es geschafft, aber ich habe keine Ahnung, ob das von Anfang an mit den Pogo-Sprungen so gedacht war. Das habe ich jetzt einfach mal an dieser Stelle so gemacht, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht war. Ist hier noch so ein Level hier an der Seite oder so? Nö, okay. Da oben ist noch ein Level und hier ist noch ein Level. Ich habe irgendwie böse Erfahrungen mit den Pyramiden. Von daher würde ich einfach mal sagen, wir speichern hier ab. Ja. Wir machen den obligatorischen Double Save, ne? Okay. Neues Level, neues Pech, ich meine Glück, ne? Oh, rutsch ich hier? Oh ja, tu ich. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Okay. Ich erkenne. Wow. Also wenn das ganze Level so aufgebaut ist, na dann gute Nacht, meine Freunde. Ich arbeite noch an dem Leben. And I see shit. Das hat überraschend gut funktioniert. Das möchte ich mal an dieser Stelle hervorheben. Wow, 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 wow. Okay. Da springen wir mal mit dem Pogo drauf. Oh nee, das ist ja noch so eine Kacke. Und so einer. Wunderbar. Okay, jetzt schießt das Ding nicht mehr. Das finde ich durchaus positiv. Nein, nein, nein. Wow, 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 wow. Meine Güte, dieses Level. Das ist okay. Ich muss mal gerade meinen Arm ein bisschen entspannen, weil das Problem ist, wenn du so gewohnt bist, mit C und V zu spielen und nicht mit Steuerung Alt, dann bist du das halt einfach nicht gewohnt. Wir haben Leben gekriegt, offenbar. Ich möchte ehrlich gesagt auf den Bird da landen. Und dann möchte ich auf dem Bird da landen. Und dann möchte ich diese Punkte mitnehmen, weil ich werde sie wahrscheinlich benötigen. Ich hasse. Also eigentlich liebe ich ja diese Plattform-Passagen in Spielen, aber eigentlich mehr in Keen 4 bis 6, weil ich da mit der Steuerung echt besser bin. Hier ist das so eine Sache. Ja, hier wäre ich jetzt fast schon wieder runtergesegelt. In mein Verderben. Wow. Ich möchte dieses Level schaffen. Oh mein Gott, ich habe das Level geschafft. First Try. Oh mein Gott, zwei Level geschafft und nur ein dämlicher, unnötiger Tod. Ich bin begeistert. Ist das auch noch ein Level? Bitte sag mir nicht, dass das auch noch ein Level ist. Ist zumindest kein Widerstand, der hier ist. Bevor ich irgendwas mache, speichere ich diesen Erfolg. Zwei Level. Wow. Überraschend. Ist das ein Level? Nein. Offensichtlich nicht. Aber das ist ein Level. Oh, das war eigentlich nicht so geplant. Egal. Okay, jetzt habe ich fast ins Wasser geplumpst. Okay, dieser Sprung ist gar nicht mal so einfach, wie er aussieht. Spring. Hubala. Spring irgendwie nicht hoch genug. Okay, nehmen wir den normalen Weg. Spring offensichtlich nicht hoch genug. Hallo, mein kleiner Freund.
Ich würde mal sagen, wir holen uns die Punkte hier, because why not? Vielleicht, weil ich eventuell runterfalle. Und es nicht mal ganz so viele Punkte waren, weil ich glaube, diese Blätter sind 100 Punkte und die Bananen sind wahrscheinlich 200, schätze ich mal. Das Level hier bisher sieht angenehmer aus wie das andere. Ich nehme es zurück! Ich nehme es zurück! Das Level sieht angenehmer aus! Ja, Mann, von Chicali-Netzwerk, du mit deiner Einstellung. Ich speichere trotzdem mal, dass wir das Level hier jetzt spielen. Ich gehe mal davon aus, die Pyramiden sind generell die schwierigsten Level. Also habe ich so den Eindruck. Ich habe das andere Level noch nicht getestet, aber ich nehme es einfach mal an. Okay. Wie viel fehlt mir denn noch bis zum nächsten Leben? Hält sich in Grenzen. Also es lohnt sich gerade gar nicht so sehr, diese Punkte da oben einzusammeln. Beziehungsweise da unten. Obwohl, die da nehme ich mit. Wie viel sind das denn? Na, 500, ja. Na egal, 500 sind 500. Da wollen wir doch mal nicht so sein. Okay, ich bin ein wenig ratlos. Soll ich einfach schießen? Also, sobald ich da aufkomme, schießen. Wir probieren das jetzt einfach mal. Ich werde sowieso irgendwann mal Game Over gehen in diesen Mod. Okay, die Lösung ist einfach schießen. Ach, das ist ein Widerstand, oh mein Gott. Jetzt wäre ich fast wieder gestorben. Weil ich nicht wusste, dass das ein Widerstand ist. Aber die Stelle, die war nicht nett. Nein, nein, nein. Ist da was? Okay, Punkte. Punkte sind immer gerne gesehen. Weil Punkte werden mir irgendwann mal wieder ein Leben bescheren, was ich in diesem Mod irgendwie brauche. Wir gehen hier oben lang, because safe. Okay. Das einzig Schwierige jetzt an dem Level war wirklich der ein entgegenkommende Gegner. Aber an dem bin ich auch wirklich konsequent zweimal gestorben. So, was haben wir denn hier? Okay, ich glaube, das ist noch mal einmal so eine Pyramide. Und da, wow. Das sind echt noch viele Level, ne? Okay, ich glaube, ich komme da hinten auch erstmal nicht mehr weiter. Von daher, lass uns mal zurückgehen und die Pyramide noch mal probieren. Und die schauen wir uns eventuell im nächsten Part an, der wahrscheinlich... je nachdem, wie gut es läuft, 2019 kommt. Wenn es gut läuft, also. Ich möchte ja optimistisch klingen. Also 2019 ist eine realistische Zeit, wo ihr mit diesem Part zu rechnen habt, ne? Ich hoffe, das hört ihr jetzt gerade im Hintergrund nicht, weil ansonsten wäre das ziemlich schlecht, ne? Ich hoffe, man hört das nicht. So. Die Musik hier ist jedenfalls schon mal echt penetrant. Wir kriegen immerhin bald ein Leben, das ist ein bisschen... Okay, es ist wirklich arg penetrant, die Melodie hier. Egal, ich versuche es auszublenden. Ich versuche es auszublenden. Ja, neues Headset, nicht richtig eingestellt, ne, alles gut. Wunderbar, ich bin begeistert. Das Level war, glaube ich, super mega lang. Und alles andere als nett. Alles andere als nett. Die Punkte lassen wir jetzt einfach mal stehen, weil das Level ist halt echt lang. Ach, die braucht nur zwei Schuss. Egal, wir haben mehr als genug. Wir haben einen Dino gerettet oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mal mehr, was wir überhaupt machen sollten.
Wir haben ein Leben. Wunderbärchen. Wunderbar. Wenn ich dieses Level schaffe, dann bin ich fürs nächste Mal auch motiviert. Wenn ich wieder versage, bin ich fürs nächste Mal wieder dementsprechend demotiviert, weil mit der Steuerung ist das echt irgendwie ein bisschen ätzend. Muss ich erstmal hier lang? Nee, da ist eine Tür. Das ist auch ein bisschen nervig mit diesem ganzen Backtracking hier im Level, weil wir müssen, glaube ich, erstmal... Hoch, was auch immer das war. Wir sind, glaube ich, erstmal ganz nach unten. Oh, die weinen ja. Das habe ich ja noch nie gesehen. Muss ich hier hin? Oder muss ich erstmal runter? Ich weiß nicht mehr. Egal. Gott sei Dank kann man den so treffen. Wir haben die rote Keycard, aber ich glaube, die rote Keycard brauchten wir hier nicht. Muss aber sagen, die Musik hat durchaus was, also... Aber es ist halt vereinzelt echt ein bisschen penetrant laut und ich habe die DOS-Box auf 2. Auf 2 gestellt. Muss ich hier runter oder da nach rechts? Ich weiß nicht mehr. Close. Also close. Ich hasse ehrlich gesagt diese Passage. Ich habe ja ganz kurz in die Hose gemacht, das gebe ich zu. Ich glaube... Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das war die Stelle, bei der ich zuletzt gestorben bin, oder eine der Stellen. Wenn das Level nicht so ätzend lang wäre... Ich meine, wenn danach das Exit kommen würde, wäre das ja gar kein Problem. Aber danach kommt kein Exit. Nein, nein, nein. Wir wissen, dass danach kein Exit kommt. Wir wissen nur, dass es danach ganz normal weitergeht. Das Problem ist halt, ich muss halt immer wieder aufs Neue ultra konzentriert sein, weil die Steuerung mir echt nichts schenkt. Also, Keen 4 schenkt mir so gesehen auch nichts, aber die Steuerung ist halt einfach ein bisschen besser. Und strengt meinen Arm nicht so an. So, der braucht 2, der Knabe hier. So, diesmal lassen wir mal die Punkte und so weiter stehen, zumindest grob. Weil es hilft ja nichts. Ich meine, ich muss das Level ja einfach mal schaffen. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, ich musste erst hier hin, ne? Ja, ich glaube schon, ja. Ist auch nicht hilfreich, dass ich ständig vergesse, wo ich lang muss. Nein. Du kommst aber auch mit der Steuerung so schnell aus dem Griff raus. Das ist unfassbar. Okay, von da treffe ich nichts. Aber hier treffe ich. Die Musik ist auch irgendwie im Vergleich zu den Hintergrundsounds echt super laut. Okay. Ich glaube mir gar nicht, dass diese Stelle hier gerade tatsächlich echt schwer ist. Nein, falscher Knopf. Oh Mann. Ach. Ich muss da gar nicht lang. Okay, wir laden nochmal. Wir laden nochmal. Whatever. Wir laden nochmal. Ich kann mir den Weg da unten, glaube ich, einfach komplett sparen. Indem ich mich halt an dieser einen Stelle runterfallen lasse, aber das ist ja nicht so
das Problem. Wir ignorieren jetzt einfach mal alle Punkte, weil ich möchte dieses Level schaffen, ganz ehrlich. Das Level habe ich viel zu oft gesehen. Ja. Jetzt versuche ich hier einen auf Speedrun zu machen und springe an einer Sache einfach ständig dämlich vorbei. So. Wunderbar. Ich habe schon gedacht gehabt, das wird jetzt ein Problem. Also das Problem ist, da oben ist noch eine blaue und noch eine grüne Tür. Und da müssen wir wahrscheinlich jeweils hoch. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg später irgendwie wieder komplett hochgehen. Was absolut nervig ist. Nein, 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 nein. Okay. Wir haben den roten Key. Was mache ich? Was mache ich? Darf ich das auf die Hitze schieben? Bitte. Ansonsten stehe ich hier wie ein Depp da. Wir probieren es trotzdem nochmal mit diesem Speicherstand. Es ist einfach viel zu warm, das zu spielen. Ganz ernsthaft. Wenn ich mich so hart auf etwas konzentrieren muss, wie... Das klang jetzt falsch. Wenn ich mich so sehr auf etwas konzentrieren muss, wie hier das, dann ist das halt einfach unschön. Nerv nicht, Musik. Spring, Schlampe. Ich meine... Tut mir leid, also normalerweise achte ich mehr auf meine Wortwahl, aber naja, shit happens und so. Will ich jetzt auch nicht wie so ein Speedrunner rüberkommen, der jetzt hier um Sekunden kämpft oder so, aber ich möchte dieses Level einfach irgendwie beenden. Okay, wenn ich das richtig sehe, muss ich hier nicht lang gehen, oder? Wenn ich jetzt mir schurke, kann mich doch hier einfach runterfallen lassen. Ah, I see. Es ist tatsächlich auch so gedacht, ne? Was heißt so gedacht? Warte mal ganz kurz, das wird jetzt spaßig. Ah! Okay, so rum gesehen ergibt der Level Aufbau auch mehr Sinn. Ich muss traurigerweise sagen, dass ich noch nie so weit gekommen bin wie jetzt gerade. Ach, der Sprung wird nervig. Okay. Aber war problemlos. Hat problemlos funktioniert. Hier habe ich eine rote Keycard bekommen. Wir sehen einen neuen Abschnitt, glaube ich zumindest. Ist das grün? Nein, das ist doch nicht grün. Da oben drüber ist grün. Ah, ich muss ganz da hoch. Okay, wir gehen den normalen Weg. Wir gehen den normalen Weg. Mann von Chicardian hätte versucht, wieder irgendwelche Trick-Jumps, die wahrscheinlich in die Hose gehen. Okay, was ist hier? Da kam ich doch her. Oder ist da oben die grüne Tür? Da oben ist die grüne. Natürlich geht das so nicht. Ach. The Greenish Bird says, I'm not an Apple-Terix, I am a young Per, was auch immer, Perik, was, okay,
bestimmt sehr, sehr wichtig, diese Information, aber ich kann sie nicht richtig lesen. Okay, ich hoffe, da unten gibt es jetzt nicht noch irgendeine Scheiße. Bitte. Wenn mich irgendetwas random jetzt umbringt, spiele ich dieses Level nie wieder. Oh mein Gott. Oh mein F Lord and God und was auch immer. Meine Güte. Gut, man muss sagen, es kam tatsächlich nach diesem einen Sprung echt nicht mehr viel. Und von der anderen Seite ist der Sprung wirklich einfacher. Das hat der Mann von Chicago-Netzwerk ganz einfach nicht gesehen. Ja. Muss sich der Mann von Chicago-Netzwerk eigentlich mal sogar entschuldigen, weil er das nicht gesehen hat. Aber egal, ich habe es ja jetzt geschafft und ich habe noch ganze 2 Leben, aber ein drittes ist in Aussicht. Außerdem bedeutet das ja nur, dass ich noch 2-mal sterben kann und ich bin, glaube ich, wieder motiviert. Ja. Ja, der Husten ist immer noch nicht weg, aber naja. Ich arbeite da dran. Ich möchte allerdings nicht zu viele Medikamente nehmen, weil... Aus offensichtlichen Gründen, schätze ich mal. So, meine Freunde, das war Bananasaurus nach... Ich weiß nicht, ich glaube es war über ein halbes Jahr, dass ich es nicht mehr gespielt habe. Weil das eine Level da rechts, das hat mich einfach in Wahnsinn getrieben. Auch beim Testen bin ich 2-mal an dieser einen Stelle gestorben. Weil entweder bin ich oben diese Sperre gesprungen oder halt eben zu kurz und in die Tiefe gestürzt. Also unschön. Das war echt, echt unschön, aber ich habe es endlich geschafft. Ja, muss man sagen. So, ich mal an dieser Stelle raus, grüß mir die Sonne und macht's gut.